jede zweite Asylwerberin durch die Daten. Und von heute an. Jede zweite geht schon durch die Daten. Und von heute an. Jede zweite Asylwerberin durch die Daten. Wir haben so viel Geld, um hier die Geschäfte einzukaufen. Wir haben an heilige Städte uns gesetzt, wie ein Taubenschwarm. Aber die hier, die kennen nur diese eine Taube, die dort oben auf dem Dach, die wir garantiert nie kriegen werden, denn die ist zu hoch. Aussehen und Herkunft haben hier, wo Sie ankommen, keinen Platz. Und es stimmt, bei uns haben Aussehen, Diskriminierung und Rassismus keinen Platz. Hat Herkunft keinen Platz, zumindest keinen, den Sie wieder hergeben würde. Hier steht's, auch Kinder haben Rechte, aber sie zählen nicht. Also sie können nicht zählen, noch nicht. Und wenn sie zählen können, zählen sie auch nichts. Achtung, die Menschenwürde. Achtung, die Menschenwürde kommt jetzt auch. Ja, die hier, so, gleich ein Foto machen. Gebietet es dem Staat, Personen, die sich in derselben Situation befinden, auch gleich zu behandeln. Ja! Spießt uns auf seine Gabel wie Dosenfrüchte. Und er bringt uns selbst, er bringt uns weg.
das Wasser vom Äther zur Erde hinabfährt, würden wir es aufwischen. Alles rückt aus, um noch Schlimmeres zu verhindern. Zu verhindern, dass Menschenzüge uns überfluten. Und sie nehmen uns nicht in Kauf, weil wir nämlich nicht für uns zahlen können und keine Namen haben und weil für uns auch kein anderer zahlt. Namen haben wir schon, aber was nützen die uns? Sie wollen sie nicht wissen. Die Tote stehen ja ganz besonders auf der Erde. Wir haben ja nichts anderes mehr, was bleibt uns übrig? Welche Grundlage als die Menschenwürde bleibt uns übrig? Alle tot. Gleich an Würde, aber tot. Geköpft vor einer Kamera. Sie sehen, nein, zum Glück sehen Sie es nicht und doch ist es wahr. Die Menschenwürde wichtig am Beginn und am Ende unseres Lebens ist keine Eigenschaft. Nein, keine Eigenschaft. Sie ergibt sich durch unsere Existenz als Menschen. Und wenn wir keine Menschen sind, haben wir auch keine Würde. Und wenn wir keine Würde haben, sind wir auch keine Menschen.